Und hier ist sie jetzt, die Lösung. Ja? Wir sehen das Ganze, ihr könnt das Ganze vergleichen. Manchmal vermisst man sich um einen Millimeter oder um einen Grad, ist kein Problem, einfach nur verbessern. Was man häufiger macht, und das ist tatsächlich ein Fehler, ist, dass man Seiten miteinander verwechselt, nämlich weil man sie falsch bezeichnet, weil die Seite A ist ja eigentlich hier, aber wenn man die misst und dann kommt, meint man, das ist die Seite B, dann hat man es natürlich falsch stehen. Also bitte genau hingucken, wo irgendwas steht und dann bitte berichtigen. Was können wir festhalten? Dieses Dreieck, das hatte zwei gleich lange Seiten, nämlich die Seite A hier und die Seite B. Damit hat es aber auch zwei gleich große Winkel, nämlich die Seite, der Winkel und der Winkel. Das nennt man dann ein gleichschenkliges Dreieck. Also wenn zwei Seiten gleich lang sind, dann gibt es dazu passend zwei gleich große Winkel. Ich habe gerade vorhin gesagt, die zwei Seiten sind gleich lang. Nein, natürlich die Seite B und die Seite A, die waren gleich lang. Das heißt, die beiden Winkel hier unten sind gleich groß. Das nennt man ein gleichschenkliges Dreieck. Das hier, da waren alle drei Seiten gleich lang und damit sind auch alle drei Winkel gleich groß. Das nennt man ein gleichseitiges Dreieck, weil alle Seiten gleich sind. Hier sind nur zwei Schenkel gleich. Die dritte Seite ist nicht gleich wie die andere. Das dritte, das hat keine Eigenschaft. Das vierte wieder, das kennen wir. Wir hatten zwei gleich lange Seiten, zwei gleich große Winkel dazu. Wir können es nochmal zeigen. Die Seite B und die Seite C sind gleich lang. Das heißt, auch die Winkel Gamma und Beta müssen gleich groß sein. Das nennt man wieder ein gleichschenkliges Dreieck. Damit haben wir bei diesem Dreieck eine Symmetrieachse, das ist genau die Mittelsenkrechte, denn dieser Punkt ist ja gleich weit von A wie von B entfernt. Hier haben wir drei Symmetrieachsen, weil natürlich jedes Mal die Mittelsenkrechte gilt, ja, weil jedes Mal der Punkt gleich weit von B und C entfernt ist und so weiter. Hier haben wir gar keine Symmetrieachse und hier ist wieder die Mittelsenkrechte von der Seite BC, die Symmetrieachse, weil eben der Punkt A gleich weit von B wie von C entfernt ist, haben wir ja festgestellt, weil die Seiten gleich lang waren. Das war's. Was habt ihr heute gelernt? Ihr wisst, was ein gleichschenkliges Dreieck ist. Ihr wisst, was ein gleichseitiges Dreieck ist. Ihr wisst, dass die symmetrisch sind bezüglich einer Achse. Und ihr habt sogar schon kennengelernt, was passiert, wenn zwei Seiten gleich lang sind mit zwei Winkeln.